So, also, hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zu einer neuen Folge. Ich bin hier noch in Japan, immer noch auf der Japan-Reptile-Show. Vielleicht vor lauter Vogel meine Frisur zerstört. Die Greifvögel sind hier auch ein großes Hobby hier in Japan. Ne? Diese gigantischen Greifvögel, also Falknerei, ne? Im weitläufigeren Sinne, werden wirklich als Haustiere gehalten, den ganzen Tag geschmust und rumgetragen. Und da habe ich euch schon mal welche hier gezeigt und das möchte ich euch heute wieder zeigen. Deswegen mein Intro-Tierchen, diese imposante, wunderschöne Eule. Ne? Ein Riesentier, die wiegt bestimmt, also ich schätze mal, 2-3 Kilo wird die sicherlich wiegen auf meinem Arm, ne? Wenn ich hier meinen Arm anfasse. Also ganz schön schwer. Bisschen Respekt habe ich vor dem Schnabel und vor diesen großen Augen, wie die mich anschaut. Ne? Das hat sie mir gerade immerhin mit einem Auge zugezwinkert. Guck mal in die Kamera, guck mal, jawohl, guck mal da hingucken, jawohl. Also weiß noch nicht ganz, wie weit ich ihr vertrauen kann. Ich denke, die kann mit ihrem Schnabel ganz schön was anrichten. Aber wie gesagt, deswegen mein Intro-Tierchen heute. Die Krallen sind natürlich auch ganz ordentlich. Die möchte ich euch heute hier zeigen. Und diese Falkner hier waren so nett und haben mir das Tier zur Verfügung gestellt. Ja, wunderschönes Tier, also ich bin absolut begeistert. Sind natürlich schon imposante Tiere, ne? Schaut euch mal die an hier. Ne? Oder der hier. Witzig auch, ne? Also guck mal, der guckt mich rückwärts an, ne? Die Eulen können ja ihre Köpfe so drehen. Ne? Der guckt mal einmal 180 Grad nach hinten. Wie immer bei den Sendungen, gilt jetzt auch für die ganze Sendung natürlich, ich möchte es nicht bewerten, ob man so ein Tier als Haustier braucht oder nicht, wobei das hier ja Richtung Falknerei geht, wieder eine ganz andere Richtung. Also wie gesagt, ohne meine Bewertung muss sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Tolle, schöne, faszinierende Tiere sind es natürlich. Wie gesagt, braucht man die als Haustier, soll jeder für sich entscheiden. Die hier sind mit Mütze abgedeckt. Glaubst du, da am beliebtesten sind wohl die Eulen. Die scheinen wohl den größten Marktanteil sozusagen zu haben. Die hier sind natürlich auch super hier. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, sowas wie eine Schneeeule. Oder das sind Schneeeulen, denke ich. Ja, schon wunderschöne Tiere, also Wahnsinn, finde ich. Ne? Hier so kleinere Käuzchen, weiß nicht, sind es Käuzchen vielleicht. Und also jede Menge Personal hier, wenn ihr hier mal schaut, alle die mit den T-Shirts. Personal WFC Falkner. Und ich glaube, ich stehe mitten in dem Bereich, oder ich stehe mitten bei denen auf dem Stand. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ich dachte, man kann hier wahrscheinlich einfach durchlaufen, aber dem ist nicht so. Aber wahrscheinlich haben die sich gefreut, dass ich filme, beziehungsweise ich kenne die ja schon von den letzten Jahren. Von dem her hat mich hier keiner aufgehalten. Das sind auch noch Jungtiere. Ja, da vorne ist noch. Vorne ist noch die Kinderstube. Schaut mal hier. Also hier in so einem Brutapparat drin. Kleine Küken. Vermutlich ein paar Tage alt, würde ich mal mit meiner
laienhaften Ahnung sagen. Hier haben wir einmal Frontale als Abschlussbild. Ich möchte euch jetzt mal mein absolutes Highlight der Show zeigen. Absolute Rarität. Passt auf. Ich glaube, da vorne, wo die vielen Leute sind, da müsst ihr kommen. Genau hier. Schon dicht bedrängt. Jetzt pass auf, es kommt. Was haben wir da? Einen schwarzen Ziegenbock. Ja, habt ihr sowas schon mal gesehen? In Japan. In Japan ist alles möglich. Ja, da wird so ein hübscher kleiner schwarzer Ziegenbock verkauft. Ja, da soll einer noch sagen, von wegen exotische Tiere. Ja, so viel. Ah, da hinten dran ist ja noch mal einer, den habe ich da gar nicht gesehen. Das sind sogar zwei. Also, wenn jemand in Deutschland oder Europa die Sendung sieht und schon immer mal einen schwarzen Ziegenbock haben wollte, ich kann ihn euch in Japan bestellen. Da können wir Ziegen importieren. Ne? Die Säugetiere sind ja auch ein Riesenthema hier. Also der Anbieter hier hat jede Menge davon. Weiß nicht, das sind, glaube ich, Erdmännchen. Auf Deutsch sagt man dazu Erdmännchen, meines Wissens. Tut mir leid, dass ich mich nicht genug auskenne mit den Namen, was ist. Ich filme sie einfach mal. Da sind wieder die Profis auf diesem Gebiet unter euch gefragt. Könnt ihr gern drunter posten, was das hier alles für hübsche Tiere sind. So den Eindruck, dass die vermutlich dämmerungsaktiv sind. Also zum einen, weil sie alle hier am Ratzen sind. Zum anderen aber, wenn ich mir so die Augen angucke, sind es wohl eher dämmerungsaktive Tiere. Da sieht man nur irgendwelche Wollknäuels. Dann kommen wir hier in die Primatenabteilung. Also bei uns in Europa schon lange staatlich verboten, würde ich mal sagen, die Primatenhaltung, der Import. Ich glaube, die Haltung an sich ganz oder relativ mit großen Auflagen verbunden. Hier in Japan wird das nur recht lax gehandhabt. Und das hier, ich glaube, das sind so Zwergseidenäffchen, wenn mich nicht alles täuscht. Also das davor waren, glaube ich, Weißohr. Oder die hier müssten Weißohrbüscheläffchen sein, glaube ich. Ne? Und das hier so Zwergseidenäffchen, vermute ich. Ne? Mag auch wieder falsch liegen. Wer sich auskennt, blendet es bitte ein. Also wirklich in allen Größen, hey. Der hier mit Windel, sieht man auch oft, ne? Die haben dann so kleine Windeln an. Ich glaube, das hier sind so, bevor ich was Falsches sage, ich wollte jetzt Flughörnchen sagen eigentlich. Könnte sogar sein, dass ich recht habe. Aber
definitiv auch nicht mein Thema, oder? Hier vermute mal sowas wie ein Nasenbär. Habe mich heute extra nochmal erkundigt. Also das sind schon Genet-Katzen, Genetta. Aber nicht die westafrikanischen, die wir schon in Ghana, Togo, Benin gesehen haben. Die sind aus Südafrika, Genet-Katze. Und die hier sind sogar aus Nordafrika, also auch Genet. Genetta, aber aus Nordafrika. Ja, wohl eine andere Art von Genetta. Art oder Unterart, ich weiß es nicht. Ja, also süd- und nordafrikanische Genettas. Ein Faultier. Do not touch. Okay. Also wer den Platz dafür hat, kann den bestimmt halten. Da unten ein Capybara, ne? Glaube ich, müsste ein Capybara sein, ein Riesenmeerschweinchen aus Mittelamerika. Ja, gehört zu den Nagetieren, größte Nagetier der Welt. Die Capybaras. Hier hat es ein paar hübsche Sugarkleiders. Hier das Ganze in Weiß, ne? Leuzistischer. Also für alle Kleinsäuger-Fans unter euch. Die Sugarkleiders, ein Riesending in Japan. Hier wieder was für die Säugetierfans unter euch. Die Frettchen hier wegen am Rumbalgen. Die hier sind am Abhängen hier. Also ich habe den Eindruck, die Säugetierbranche hier in Japan ist eher am Wachsen, oder das sagen sie auch. Also sagen wir generell ist so, noch gleich wegen Insider-Informationen, also die Fischbranche ist am Abkacken, also Entschuldigung, wenn ich das so blöd ausdrücke, aber am unheimlich zurückgehen, Fischindustrie. Und die Reptilien haben einen Wahnsinnsaufschwung, aber auch die Säugetiere, also exotische Säuger als blöden Überbegriff, sind auch schwer am Kommen hier scheinbar. Hier zeige ich euch mal diese, weiß jetzt gar nicht, das ist, glaube ich, ist das so ein Sugarkleider oder nicht? Aber eben so werden die in Japan, ist das halt wirklich absolutes Familienmitglied sozusagen. This is Sugarkleider or not? No. Sugarkleider? Ja? Ja, also so ein, ist tatsächlich so ein Sugarkleider. Er hat denn hier die Leine an der Hand. Und da sitzt er da hinten. Freut sich seines Lebens. Ganz interessant sind hier diese nackten Meerschweinchen. Aber ich weiß, viele sind natürlich keine Freunde von diesen Nacktzuchten, aber sehr umstritten. Aussehen tun sie definitiv lässig, finde ich. Das ist gut und gesund. Jeder für sich. Hier nochmal ein kleinerer Greifvogelanbieter. Animal House Old Van. Gibt es auch die verschiedenen Eulenkreuzchen, was auch immer. Noch mehr Eulen. Da unten sitzt
Eine ganz dicke, aufgeblusterte. Die sind schon phänomenal, gell? Da gibt es mal nichts. Hier im Hintergrund nochmal das Faultier, ne, der mir von den Säugern hier mit am meisten gefällt. Gute Lebenseinstellung, ganzen Tag wegen Abhängen, macht das richtig. Schöne Schlussszene, das war die Japan Reptile Show, mein Säugetierbeitrag dazu. Jede Menge Säuger hier. Nochmal abschließend, ich wiederhole mich, soll sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden, braucht man die Säugetiere im Terrarium, im Haus oder nicht. Ich habe sie euch gezeigt. Es gibt die skurrilsten Sachen hier, spannend zu sehen, spannend zu filmen. Also bleibt mir treu, checkt meine Balls und entscheidet euch, ob ihr auch was ihr zu den Säugern sagt. Now I become professional, you know. Now what? Oh, keep. Yeah. Okay. Das Ganze hatte ich gerade schon mal gefilmt und ich Vollidiot habe vergessen, das Mikrofon hier, ich habe das ja hier an meinem Hals, einzuschalten. Deswegen jetzt hier der ganze Misch nochmal.